Hallo zusammen, hier ist Kapitän Dennis Hiller und nun alle an Bord zu dieser Preview von Close to the Sun. In dem First-Person-Horrorspiel des italienischen Indie-Studios Storm in a Teacup verschlägt es euch nämlich an Bord eines Schiffes. Dabei setzen die Entwickler auf Mechaniken aus Genre-Kollegen wie Layers of Fear und präsentieren sie in einer Bioshock-ähnlichen Optik. Bei einem Besuch des Game-Designers Joel Hakalak konnte ich eine Demo-Version testspielen und verrate euch, welche Erkenntnisse ich gewonnen habe. Die Geschichte von Close to the Sun ist in einer alternativen Version des späten 19. Jahrhunderts angesiedelt. Nikola Tesla hat sich im Stromkrieg durchgesetzt und steht an der Spitze der wissenschaftlichen Elite. Um noch weiter zu prahlen, hat er die Helios gebaut. Der riesige Schiffskomplex dient als Forschungszentrum, in dem sich die hellsten Köpfe der Welt treffen. Aber auch Angebote für Privatpersonen, wie beispielsweise ein Theater, finden sich an Bord. This, Miss Archer, is the Helios Grand. Ihr schlüpft in die Rolle der Reporterin Rose, die sich aufmacht, die Helios zu besuchen. Allerdings nicht, um irgendwelchen Forschungen nachzugehen, sondern um ihre Schwester Ada zu finden. Die hat ihr eine seltsame Nachricht hinterlassen, Rose möge sie auf dem Kahn aufsuchen. Um den Kontakt aufrechtzuerhalten, hat sie zudem einen Sprachübermittler geschickt. Die ersten Schritte auf der Helios lassen direkt vermuten, dass irgendetwas im Argen liegt. Das Schiff scheint komplett evakuiert worden zu sein. An der Eingangstür steht in großen roten Lettern Quarantäne geschrieben. Warum oder weshalb? Das habe ich in meiner Preview-Session nicht herausgefunden. Bereits in diesem frühen Abschnitt setzt Storm in a Teacup auf dezente, mitunter auch, nun, nennen wir sie gefälschte Schockmomente. Während der klassische, an einem Fenster vorbeirennende Schatten bedrohlich echt wirkt, stellt sich eine vermeintliche Blutspur auf dem Boden lediglich als umgekippter Farbeimer heraus. Touché, da wurde ich meisterhaft getäuscht. Doch auch abseits solcher geskripteter Ereignisse lief es mir an Bord der Helios immer wieder kalt den Rücken herunter. Das liegt vor allem am Design des Schiffs. Es scheint komplett menschenleer zu sein. Irgendwie wirkt es so, als hätten die Passagiere den Kahn in überhasteter Panik verlassen. Alles ist heruntergekommen. In dem einst so prächtigen Theater muss ich über eine eingestürzte Dachstrebe in eine Loge klettern, da der Boden des Ganges eingestürzt ist. Die Stimmung, die Close to the Sun durch das Setting aufbaut, kann man getrost mit Bioshock vergleichen. Irgendwie habe ich das Gefühl, nicht alleine zu sein, während ich durch die Überreste der ehemals so schicken Umgebung streife. In Kombination mit der allgegenwärtigen Selbstbeweihräucherung Teslas, der beispielsweise ein Museum zu seiner selbst Ehren hat errichten lassen, tröstet mich das auch über die meiner bisherigen Erfahrung nach eher uninspirierte Story hinweg. Zur bedrohlichen Atmosphäre trägt ebenfalls der komplette Verzicht auf Kämpfe bei. Wie Joel Hakala mir erklärt, gibt es sehr wohl andere Menschen an Bord der Helios und nur selten wollen sie Rose etwas Gutes. Meine zwei Optionen lauten also Flucht oder Schleichen. Diese Hilflosigkeit schwebt immer wie ein Schwert über mir. Schon bei Outlast hat dieser Umstand für mich einen großen Teil der Erfahrung ausgemacht. Neben dem Anfang konnte ich in meiner Anspielsitzung auch eine spätere Sequenz spielen. Hier traf ich auf Ludwig, einen messerschwingenden Irren, dem Rose wohl schon öfter begegnet war. Ohne lange zu zögern, lief ich also davon. Einige Male musste ich blitzschnell entscheiden, ob ich rechts oder links gehen will. Wie Joel Hakala mir erklärte, soll eine Flucht über beide Wege möglich sein. Allerdings habe man den Spieler an diesem Punkt bereits dazu erzogen haben wollen, dass Hindernisse, die übersprungen werden müssen, Ludwig deutlich stärker ausbremsen als Rose. Genretypisch gibt es auch noch kleinere Rätsel in Close to the Sun. Diese waren in der von mir gespielten Version allerdings noch ziemlich simpel gehalten. Es handelte sich ja aber auch um frühe Abschnitte. So musste ich an einer Stelle einfach nur zwei Schalter in die richtige Richtung drehen, um eine Tür zur Aufzugsteuerung zu öffnen. Ein andermal sollte ich die Kombination für einen Safe finden. Glücklicherweise hatte jemand den Code in der Nähe auf ein Papier geschrieben. Wie gesagt, das waren frühe Abschnitte des Spiels. Etwas mehr Grips erfordern dürfen die Puzzles aber schon. Damit möchte ich zu meinem vorläufigen Fazit kommen. Ich bin ja Fan gut gemachter Horrorspiele. Viel wichtiger als Herzrhythmusstörungen verursachende Jumpscares ist mir in dem Genre aber eine dichte Atmosphäre und eine interessant gestaltete Spielwelt. Deshalb gehört beispielsweise Layers of Fear zu einem meiner Lieblinge dieser Zunft. Und auch Close to the Sun verspricht, in eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Besonders, dass es zwar feindlich gesinnte Gesellen, aber keine Kämpfe geben wird, finde ich eine gute Entscheidung. So muss ich jeden Schritt überdenken und fühle mich so richtig schön hilflos.
Doch auch das tolle Design der Helios auf Basis der potenten Unreal Engine 4 ist Storm in a Teacup wirklich gelungen. Auch wenn ich die Grundstory um Rose und Ada nur bedingt spannend finde, so will ich doch wissen, was an Bord des Schiffes passiert ist. Und ja, auch inwiefern die Schwester der Protagonistin mit Nikola Tesla verbandelt war und womit ihre scheinbar hochbrisanten Forschungen zu tun hatten, interessiert mich. Meine Einschätzung für Close to the Sun lautet daher gut. Diese Preview gibt es als Audio, Video und Text. Weitere Informationen auf gamersglobal.de.